Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalk. Mein Name ist Lukas und ich sitze hier heute virtuell mit dem lieben Chris, a.k.a. Mr. Nicewatch, zusammen. Und ja, es freut mich heute ganz besonders, denn wir setzen unsere Rubrik fort. Denn ja, wir haben hier im Laufe der Zeit so ein Format etabliert, was wir immer zusammen aufnehmen, was immer sehr, sehr viel Spaß macht und auch bei euch sehr, sehr gut ankam, was ich jetzt auch mal wieder gewünscht wurde. Denn die letzte Folge liegt jetzt schon mittlerweile, wir sind jetzt bei... Ja, 100, mit dieser Folge 192 Folgen und zuletzt haben wir die Folge 177 eben in diesem Format gehalten und dementsprechend ja, schon viel zu lange her und es wird Zeit, dass wir da mal wieder drüber sprechen. Die meisten von euch wissen sicherlich jetzt schon, worum es geht. Top 3 Uhren unter. Hallo Chris, war es heute einfacher oder hab ich dich wieder gequält? Ja, servus Lukas, servus da draußen. Freut mich, dass wir mal wieder dieses Thema machen, weil das im Grunde ist es immer so eine meiner Lieblingsrubriken. Ich mache das immer sehr, sehr gerne. Aber ich muss sagen, ich fand es auch dieses Mal wieder schwierig. Und zwar haben wir natürlich jetzt deutlich mehr Budget als auch teilweise in der Vergangenheit. Ich muss aber auch sagen, ich stelle immer mehr fest, dass sich durch diese massiven Erhöhungen der Listenpreise in den letzten Jahren gerade so gewisse Budgetgrenzen einfach in eine Richtung entwickeln, wo ich sage, also so 10.000 Euro sind eigentlich jetzt nichts mehr, wo du wirklich was Exklusives bekommst. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, muss ich sagen, weil man denkt eigentlich, das ist halt sehr, sehr viel Geld und da steht ja gefühlt ja die Welt da draußen offen und dann merkst du aber relativ schnell, naja, eigentlich ist es halt nicht so, weil eigentlich bist du dann halt doch wieder nur in Anführungszeichen bei mainstreamigen Geschichten, bei Marken, die jetzt in der Uhrenwelt vielleicht eher in so einem ja, mittleren Preissegment sind, ohne das jetzt böse zu meinen, ja, aber jetzt du bist jetzt, also für 10.000 Euro kriegst du natürlich jetzt keine Haute-Horlogerie, das ist uns allen klar, aber das ist immer wieder sowas, wo ich manchmal so denke, ah krass, ja, weil für mich ist auch ein Gedanken immer so 10.000 Euro, da müsstest du noch einen guten mechanischen Chronographen mit Inhouse-Werk kriegen, also müsstest du in Sachen GMT da ganz, ganz tolle, ausgefallene Sachen kriegen und da ist dann gar nicht so viel, da sind dann eher so dann diese Standardmarken und habe dann auch gemerkt, dass dann vieles dann halt doch so deutlich unter den 10.000 Euro ist und dann bist du dann halt eher in so einem Einstiegspreissegment. Also ich finde es immer so ein bisschen, ich finde es ernüchternd, das ist eigentlich das, was ich jetzt sagen möchte, lange Rede, kurzer Sinn hier, dass du für das Geld, was vermeintlich viel ist, dann doch vermeintlich gar nicht mehr so viel Uhr kriegst. Das ist so ein bisschen mein Fazit, was ich jetzt wieder hatte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, du hattest eben im Prolog vor der Aufnahme schon gesagt, eigentlich müsste man alle Folgen nochmal neu aufnehmen. Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie streng da jetzt die Budgetgrenzen von uns immer waren, aber gerade die, wo wir ja schon irgendwie so relativ knapp im Budget waren, glaube ich, dass das mittlerweile doch ein Remake vertragen könnte. Also wenn ihr da interessiert seid, gerne wissen lassen, gerne mal sagen, okay, die und die Folge, die und die Kategorie interessiert mich besonders, denn ja, ich finde das, oder weshalb ich jetzt auch dieses ganze Thema GMT-Uhren vorgeschlagen habe, ist zum einen, weil wir es halt noch nicht hatten, zum anderen bin ich halt aber auch privat immer so ein bisschen auf der Suche nach einer GMT-Uhr für meine Sammlung, beziehungsweise ja, nach einer Uhr mit zweiter Zeitzone, weil das halt noch so eine Komplikation ist, die es halt, die mir halt noch in der Sammlung fehlt, die ich noch nicht habe und deswegen ist das halt auf jeden Fall was, wo ich sage, ja, das könnte ich mir eigentlich schon mal vorstellen, dass man das nochmal hinzufügt. Aber gleichzeitig gestaltet sich die Suche halt auch immer schwieriger. Ich sag mal, so ganz großer Klassiker, den du ja auch lange in der Sammlung hattest, der einfach so diese Komplikationen jetzt nicht unbedingt erfunden hat, aber halt einfach stilistisch wahnsinnig geprägt hat, ist halt einfach die GMT Master von Rolex mit dieser markanten zweifarbigen Lünette, mit dem vierten Zeiger für die zweite Zeitzone, beziehungsweise dann über die drehbare Lünette, dritte Zeitzone auch noch, der oder wo dann eben ja der Stundenzeiger unabhängig vom Rest verstellbar ist, sodass man eben auf dem GMT-Zeiger immer die Heimatzeit und auf den normalen Zeigern die Lokalzeit hat. Das ist ja im Prinzip so das ganz klassische GMT-Layout. Aber es ist halt schon schwierig, ein Stück weit das immer zu finden, denn ja, wenn man in den Bereich Haute-Horlogerie geht, also hohe Uhrmacherkunst, ist es halt so, keine Ahnung, Jaeger-LeCoultre, Glasford Original, was du jetzt ja eben auch irgendwie schon angesprochen hattest,
die haben halt immer eine etwas andere Interpretation von dieser Komplikation. Die haben dann irgendwie mal einen Subdial, wo dir noch eine andere Zeitanzeige angezeigt wird. Die haben dann halt irgendwie eine Weltzeituhr, wo du über Knopfdruck die Zeitzone ändern kannst. Die haben dann, hier und da irgendwie noch einen Zeiger in einem, wie gesagt, irgendwo eingebaut. Aber halt diese ganz klassische Sportuhr, die halt schnell ablesbar 2 bis 3 Zeitzonen kombiniert, findet man in diesem hohen Uhrmacherkunstbereich halt auch eher nicht. Bei Jäger LeCoultre ist es dann irgendwie auch in der Reverso teilweise dann auch nochmal was anderes, wenn man dann die Uhr umdrehen muss. Deswegen, das sind halt schon irgendwie ein Stück weit andere Uhren und eigentlich nicht das, was ich halt mit GMT-Uhren verbinde. Und es gibt es halt natürlich schon, dass jetzt auch irgendwie günstigere Hersteller das machen. Seiko mit der Seiko 5 Sports ist dann natürlich jetzt auch sehr, sehr prägend gewesen in der letzten Zeit, die eben eine GMT-Uhr oder eine Uhr mit zweiter Zeitzone unter 500 € rausgebracht haben. Die haben halt aber einen wesentlichen Unterschied, dass es halt keine True GMT ist. Das heißt, man kann da nicht den Stundenzeiger, sondern den GMT-Zeiger unabhängig verstellen, was halt, ja, im Endeffekt hat es die gleiche Funktion wie jetzt eine True GMT, wie es eine GMT Master hat, aber es ist halt umständlicher einzustellen. Und dementsprechend muss man das da halt immer so ein bisschen differenzieren, was man jetzt genau meint. Und es fällt auch hier jetzt immer so ein bisschen auf, wenn man hier einfach schaut, okay, auch verschiedene Uhren, die eben ein ETA-Uhrwerk haben oder so weiter und so, oder ein Sellita-Uhrwerk haben, haben teilweise auch eben diese Funktionalität durch eine True GMT nicht gegeben. Deswegen, ja, interessante Folge oder auch immer eine interessante Suche für mich. Mhm. Ich bin gespannt, was du da vorbereitet hast. Bevor wir da aber ins Thema einsteigen, haben wir natürlich den Audio-Wrist-Check zu erledigen und wir haben uns ja letztes Wochenende in Düsseldorf gesehen. Dabei stimmt. Ein bisschen ja. Action, zum einen auf der Watchtime, aber wir hatten ja auch noch ein Event und da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir quatschen. Also lass uns Audio-Wrist-Check machen und dann noch ein bisschen über Düsseldorf quatschen, oder? Genau, lass uns gerne mit dem Audio-Wrist-Check anfangen. Ich mache es ganz kurz, ich bin langweilig, ich habe meine Sub am Handgelenk, also nichts Besonderes. Aber was hast du am Handgelenk, Lukas? Bei mir ähnlich langweilig, BlackBerry 58. Ja. Und damit ist das hier sehr schnell abgehakt. Also ich sag mal, am Anfang haben wir immer mal Kritik dafür gekriegt, dass unsere Audio-Wrist-Checks teilweise ein bisschen ausufern, dass wir da irgendwie eine halbe Stunde nur über das, was wir am Handgelenk hatten, gequatscht haben. Ich glaube, die Zeiten sind besonders bei uns beiden mittlerweile einfach so ein bisschen, durch. Wir sind jetzt in einem Boot. Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt beide diejenigen hier, so kleine Sammlungen und halt häufig halt die gleiche Uhr tragen. Ja, aber es reicht mir mittlerweile auch. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt zum Thema Watchtime. Watchtime ist so die größte deutsche Uhrenmesse, größte Uhrenmesse innerhalb Deutschlands, die einmal im Jahr in Düsseldorf stattfindet. Und die war jetzt eben letztes Oktoberwochenende. Und ja, war für mich jetzt das erste Mal. Und ja, für dich war es jetzt nicht das erste Mal, weil du ja früher auch schon irgendwie in Düsseldorf gewohnt hast. Und ich würde sagen, wir fangen mal so kurz ein bisschen an und sagen, okay, worum geht's da? Was ist da irgendwie, was erwartet einen, wenn man da hingeht? Und ich denke, man kann ganz gut zusammenfassen, dass man halt schon, also das ist, ich sag mal, wir waren beide jetzt auch schon in Genf auf der Watches and Wonders. Ich weiß nicht, du warst nicht auf der Baselworld damals noch, oder? Nee, auf der Baselworld war ich noch nicht gewesen. Das letzte Mal, als sie stattgefunden hat, wollte ich hin. Ich hatte eigentlich auch mich schon um alles gekümmert und dann wurde sie, es muss Corona gewesen sein, wurde sie auf jeden Fall abgesagt. Und dann habe ich halt alles storniert, bin nicht hin. Also ich kenne es dann erst, seit es dann Watches and Wonders wurde. Also Watches and Wonders gab es ja vorher auch schon, aber als dann die Baselworld quasi dann durch die Watches and Wonders eigentlich auch ersetzt wurde. Ja. Und die klassische Baselworld habe ich leider nie erlebt. Ja. Ja, und was ich halt eigentlich damit sagen wollte, ist, dass, also das kann man sowohl von der Größe als auch vom Fokus, Ziel des Events, kann man das eigentlich nicht vergleichen, würde ich jetzt mal so als erstes behaupten. Denn Watches and Wonders merkt man sehr, sehr stark, ist halt absolut B2B, ein bisschen Presse noch dominiert, aber ansonsten geht es da halt wirklich hauptsächlich darum, zum einen ausgewählten Pressefachleuten Neuheiten zu präsentieren, aber eben halt auch Deals mit Händlern zu machen, die halt sagen, okay, der Hersteller hat jetzt die Neuheiten vorgestellt, die werden dann präsentiert. Bei der Messe kann man anfassen und dann sagt der Händler, wie viel Stück er davon wann, wie, wo haben will. So läuft das ja im Regelfall. Und ansonsten geht es da ja auch bei vielen Marken mittlerweile dann irgendwie ums Marketing. Also
ja, solche Events sind dann natürlich begleitet von irgendwie, du hast es ja selber erlebt mit IWC, von irgendwie Konzerten, die organisiert werden oder irgendwelchen Boutique-Events oder irgendwelche Stars, die da eingeflogen werden. Also es ist schon sehr, sehr viel Tamtam mit sehr, sehr großen Messeständen, sehr extravagant alles. Ja, sehr, sehr vielen schönen Leuten, Hostessen und so weiter und so fort. Es gibt überall gratis Champagner und das ist schon sehr, sehr luxuriös und glamourös, liegt natürlich auch an den Marken. Also da sitzen natürlich die großen, überwiegend konzerngeführten Marken, sowohl von Richemont als auch eben dann eben so gesehen unabhängige Marken wie Rolex, Patek Philippe und so weiter und so fort, ein bisschen LVMH und so weiter und so fort. Das heißt, da sitzen halt schon so die sehr, sehr großen Marken. Im Kontrast dazu gibt es halt immer noch so einen kleinen, ja, abgetrennten Bereich, wo es halt so, so ein bisschen Independent Watchmaking, Microbrands und sowas gibt. Da kann man halt auch ohne Termin mal hingehen, was anprobieren und da ein bisschen in Austausch geraten. Aber generell sind die Marken da schon deutlich verschlossener, wahrscheinlich aufgrund einfach der Größe. Und es geht da halt eigentlich fast alles nur über Termin. So war zumindest meine Wahrnehmung, aber ich glaube, da wirst du zustimmen, oder? Absolut, absolut, definitiv. Und das ist ja jetzt, also ja, Watches and Wonders ist natürlich von der Sache, also Watches and Wonders und Watchtime, die zwei kannst du natürlich gar nicht vergleichen. Das eine hat mit dem anderen halt relativ wenig zu tun. Aber was man halt sagen muss, die Watchtime hat sich halt in den letzten 4 Jahren, würde ich sagen, wirklich so zu dem, ja, zu dem Treffpunkt der deutschen oder zumindest deutschsprachigen Uhren-Community entwickelt. Und das ist halt eigentlich das, was ein bisschen diesen Reiz dieser Messe ausmacht, weil die Messe an sich ist ja klein, die ist nicht sonderlich groß. Also wir haben da, ich glaube, effektiv betrachtet sind irgendwie so 20 Aussteller sind nämlich immer noch so ein paar Marken dabei, die, also zum Beispiel dieses Jahr war ein Hersteller von Tresoren dabei und sowas, da sind immer noch so ein paar andere Sachen, die links und rechts irgendwie was mit Uhren zu tun haben, aber jetzt nicht generisch irgendwie Uhrenmarken sind, vertreten. Und das Ganze ist halt in einer vergleichsweise kleinen Halle. Das ist so eine kleine Messehalle. Aber da ist man, wenn man da durchläuft, kann man da in 10 Minuten durch die ganze Halle durchgelaufen sein oder in 5 Minuten. Also das an sich ist nicht groß. Und das Ganze lebt halt dann eher durch diese Möglichkeit, dann wirklich mit den einzelnen Marken sehr im Detail zu interagieren. Man kann sich im Grunde alles zeigen lassen. Man kann die Uhren in die Hand nehmen. Man kann, wenn man möchte, innigste Gespräche mit den Vertretern der diversen Marken und Hersteller führen, die dort vor Ort sind. Und dann ist es halt aber vor allem auch für die Leute, die halt viel in dieser Uhren-Community da draußen unterwegs sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass viele Uhrtalk-Hörer auch dort waren. Für die ist es dann halt auch so ein Gathering, wo man mal zusammenkommt und wo man dann viele Leute trifft, die man halt sonst eigentlich nur irgendwie über Social Media kennt, die man irgendwie aus irgendwelchen vielleicht Chatgruppen kennt, aus Foren und so weiter. Und dadurch ergibt sich dann da so ein gewisser Vibe. Aber ich muss auch sagen, wenn du jetzt wirklich nur für die Uhren kommst, dann ist es jetzt nicht so groß, dann hat man es relativ schnell gesehen und dann reicht da auch aus meiner Sicht sogar ein halber Tag einfach dort vor Ort. Und man, das ist natürlich jetzt im Vergleich zu Watches and Wonders, wo du irgendwie 3-4 Tage sein kannst und immer noch nicht alles gesehen hast, ist es halt was ganz, ganz anderes. Also, ja. Also ich fand es aber, also so, ich sag mal, dass diesen Community-Fokus und vor allem halt auch irgendwie, ja, kundenfokussiert, also endkundenfokussiert, das hat man ja auch an der Werbung oder am Marketing der Watchtime an sich schon gemerkt. Also online ging es ja sehr viel drum, also so was ich auf Instagram gesehen habe, so, keine Ahnung, Uhrenliebhaber aufgepasst und so weiter und so fort. Also es war ja sowohl vom Preis, also ein Tagesticket hatte im Vorverkauf 15 Euro gekostet, als auch von der ganzen Aufmachung sehr, sehr, ja, entspannt, sehr, sehr, ja, familiär, würde ich fast sagen. Und das hat man einfach dadurch gemerkt, dass, ja, also ich habe den Tag da auch jetzt nicht als anstrengend empfunden, wohingegen das in Genf halt durch die Größe und durch das ganze Umfeld schon sehr, sehr schlauchend sein kann und da hat ein Tag eigentlich auch schon fast von den Nerven her reicht. Aber ansonsten, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, man hat halt, oder was ich halt ganz cool finde an dieser ganzen Geschichte ist, dadurch, dass man da halt überwiegend kleine Marken hat. Also es gibt halt den Juwelier Pletsch da war dann der Mike Linner, den wir hier jetzt in seiner ehemaligen Funktion als Boutique-Manager von Hublot in Frankfurt schon mal hier zu Gast hatten, der jetzt eben Geschäftsführer von Juwelier Pletsch in Frankfurt ist. Der war mit seinem Team vor Ort und hat eben so verschiedene Marken repräsentiert wie Omega, Blancpain und so weiter und so fort. Das heißt, darüber waren dann eben auch große Marken vor Ort. Aber ansonsten direkt von den Marken repräsentiert hatte man
natürlich überwiegend kleine Marken aus Deutschland und der Schweiz, wobei man da auch sagen muss, dass da auch wirklich teilweise eher unbekannte Geschichten dabei waren. Also wenn ich jetzt sage Deutschland, hatte man da dann jetzt nicht unbedingt dann irgendwie sowas wie Nomos oder sowas vor Ort, sondern ja halt auch wirklich kleinere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Chronometrie Staudt aus Hamburg oder was war noch da? Gut, ist jetzt nicht klein, aber Junghans war zum Beispiel da. Ansonsten Larco war da. Sinn war natürlich da, natürlich auch nicht klein und unbekannt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und es ist halt einfach eine ganz coole Möglichkeit, halt einfach auch dann mal Marken in die Hand zu bekommen, anzulegen und ja, zu erleben, die man halt so sonst nicht unbedingt ja, beim Konzessionär um die Ecke findet. Denn ja, was ich zum Beispiel auch interessant fand, war einfach mal eine Formex in die Hand zu bekommen. Denn hatten wir natürlich ja den CEO schon hier im Podcast. Aber dadurch, dass... Mit denen sollten wir, Lukas, da hatten wir auch so drüber geredet, mit denen sollten wir eigentlich mal wieder ein Update machen. Das war ja der erste Interviewgast, den wir hatten. Eigentlich sollten wir mal jetzt so 3 Jahre später, wie sieht es denn eigentlich aus bei Formex gerade? Ja. Weil da hat sich auch vieles getan. Aber ja, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Überhaupt kein Problem. Da hat sich vieles getan, war damals unser erster Interviewgast, der Raphael Granito, also der CEO von Formex. Und es war halt für mich erstmals die Möglichkeit, halt die Uhren überhaupt in die Hand zu bekommen, anzulegen und so weiter und so fort. Und ja, das hat man halt sonst nicht, weil solche Marken halt schon viel auf Direktvertrieb setzen, über ihren Konfigurator auf der Website und so weiter und so fort. Dementsprechend hat man die halt einfach bei keinem Konzessionär so wirklich in seiner Nähe. Und dafür ist das halt schon cool. Was auch sehr cool war, was mir gut gefallen hat, waren die Uhren von Leica. Kennt man natürlich überwiegend jetzt irgendwie so als Kamerahersteller. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da in Zukunft auch nochmal irgendwie ein bisschen detaillierter darüber berichten, die jetzt eben halt so ein bisschen diese Kombination aus ja, oder wo es einfach aus der Geschäftsleitung so ein bisschen der Wunsch war, Uhren und mechanische Fotografie oder ein Stück weit mechanische Fotografie mit dem mechanischen Verschluss so ein bisschen zu verknüpfen. Gerade Leica als Kameramarke ist natürlich auch in der Uhren-Community sehr verbreitet, einfach weil ja viele Leute dann irgendwie auch damit ihre Uhren fotografieren und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat man sich da jetzt eben zu entschlossen, gemeinsam mit einem Unternehmen aus dem Schwarzwald komplett eigene Uhren zu entwickeln, mit eigenen Uhrwerken und so weiter und so fort, die ja durchaus recht interessant sind, sowohl vom Design als auch von der technischen Perspektive her. Aber ich denke, da können wir wann anders nochmal drauf eingehen. Und es ist halt einfach dann eine coole Möglichkeit, solche Marken mal kennenzulernen. Ja, ich war eigentlich hauptsächlich auch wegen den Leuten da. Und ja, dementsprechend, ja, ich war den Freitag da, hatte da jetzt dann auch leider nicht ganz so viel Zeit, weil es da erst um 12 angefangen hat und auch nur bis 18 Uhr ging und wir zwischendrin noch eine etwas längere Mittagspause gemacht haben und was essen gegangen sind. Dementsprechend hätte man da durchaus noch 1-2 Stunden mehr verbringen können. Aber an sich war das ein cooles Event, hat Spaß gemacht, mal auch ein paar von euch irgendwie zu treffen, ein bisschen zu quatschen. Und ja, das war so meine Erfahrung von der Watchtime. Am Freitagabend wollen wir erst jetzt das, was wir am Freitagabend noch hatten, besprechen oder wollen Samstag an der Watchtime eingehen? Nee, lass uns gerne kurz noch über den Freitagabend sprechen. Weil wir hatten ein kleines Event gehabt. Und zwar hatte ich die Chance gehabt, zusammen mit Preguet. Preguet war jetzt kein Aussteller auf der Watchtime, aber Preguet hat halt die Preguet-Boutique in Düsseldorf. Hatte ich die Möglichkeit bekommen, ein paar Leute aus der Community einzuladen und so ein kleines Get-Together-Tummer zu machen. Und das Ganze lief eigentlich so unter dem Titel Preguet Mr. Nice Watch und Watch Lounge, also Watch Lounge, das Forum, kennt sicherlich auch der ein oder andere von euch. Und der David Schank, Shoutout, liebe Grüße gehen raus an ihn, das ist der Geschäftsführer von Watch Lounge. Und ich hatten halt jeweils 15 Leute aus unseren jeweiligen Communities halt eingeladen. Und da in dem Rahmen, Lukas, hatten wir uns dann den Freitagabend auch gesehen und auch ein paar andere Jungs, die mit denen wir auch regelmäßig im Austausch stehen. Und hatten halt die Möglichkeit, einen Abend in der Preguet-Boutique zu verbringen, vieles zu sehen. Das Ganze stand natürlich so unter diesem, ja, unter dem Titel Type 20-Kollektion, die dieses Jahr ja neu gelauncht wurde, mit diesen zwei Modellen, die sie herausgebracht haben. Eine so diese etwas militärischere und eine diese zivilere Variante. Und unabhängig davon hatte man aber natürlich die Möglichkeit, halt alles Mögliche zu sehen, was irgendwie ja Preguet so aktuell im Sortiment hat und auch wirklich auch hohe Komplikationen wie irgendwie
Minute-Repeater oder auch Doppeltourbillons und sowas. Also man hat viel, viel Uhrmacherkunst begutachten dürfen und natürlich halt alle Uhren noch in die Hände nehmen, die wirklich mal erleben. Das war jetzt für uns beide ja nicht ganz neu. Wir hatten ja vor 2 Jahren schon mal so ein ähnliches Event gehabt, auch in der Breguet-Boutique in Düsseldorf. Aber diesmal war der Rahmen so ein bisschen anders und es gab jetzt auch wieder nochmal andere Modelle zu bestaunen als damals. Und ich persönlich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich war leider, muss ich sagen, an dem Abend so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet irgendwie und ich kam einen Tag vorher aus Lissabon beruflich recht spät zurück und dann irgendwie wieder Koffer umgepackt und dann schon wieder nach Düsseldorf. Und da ich war so ein bisschen Freitagabend so ein bisschen durch den Wind, wo ich mich im Nachhinein irgendwie dann auch ein bisschen geärgert habe und gedacht habe, schade, eigentlich hätte es irgendwie, ich weiß nicht, wäre vielleicht cooler gewesen, wenn es der Samstag gewesen wäre und man wäre da so ausgeschlafen hingekommen, weil ich habe dann auch irgendwann gemerkt, jetzt wird es echt spät und ich bin echt müde. Aber nichtsdestotrotz hat mich tierisch gefreut, dass so viele da waren, dass also jeder, der irgendwie eine Einladung gekriegt hat, ist auch gekommen und die Leute haben sich teilweise dann irgendwie Hotels gebucht, sind extra dann schon freitags angereist und dann haben sie den Samstag noch genutzt, um auf die Watchtime zu gehen und mir hat das richtig viel Freude gemacht und ich finde es halt immer wieder einfach schön, auch die Leute zu sehen, mit denen man irgendwie regelmäßig so im Austausch ist, halt über Instagram, irgendwelche Chatgruppen, ja, auch die Uhrtalk-Community-Gruppe, auch da waren ein paar Leute dabei. Und die Leute dann mal persönlich zu sehen und dann einfach mal diesen persönlichen Austausch zu haben und sich einfach mal einen ganzen Abend lang nur gemeinsam über dieses gemeinsame Hobby unterhalten zu können, das ist halt schon immer ein Highlight, muss ich sagen. Aber wie fandest du es denn? Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr cool, da die Möglichkeit zu haben, sich in so einem ja recht ungezwungenen Rahmen auch mal auszutauschen. Denn natürlich geht es bei so einem Event primär um Breguet, aber es war trotzdem halt sehr, sehr entspannt. Also man konnte halt sich ganz normal unterhalten. Es war kein spezielles Programm oder sowas, sondern man konnte auf die Mitarbeiter, auf die Kollegen einfach zugehen und einfach sagen, okay, ich würde mir das gerne mal anschauen. Also die waren natürlich, haben sich natürlich super über Interesse gefreut, aber es war sehr ungezwungen und wenn man sich zwischendurch mal über was anderes unterhalten konnte, war das auch überhaupt gar kein Problem. Es war eine bunt gemischte Truppe, man hat super viele Leute aus allen möglichen Branchen und mit allen möglichen Hintergründen kennengelernt. Das ist halt auch einfach mal cool, dann so, ja, zu sehen, wie vielseitig die Branche ist. Und ich mache das bei solchen Events immer mal ganz gerne und suche halt mir irgendwie so eine relativ interessante, besondere Uhr raus, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich durch einen hohen Preis auszeichnet. Denn ich schaue mir bei solchen Sachen dann immer gerne die Reaktion von den Leuten auch an. Denn ich finde es eigentlich immer, also was ich halt an und dem Hobby so schön finde, ist, dass es halt wirklich eigentlich, auch wenn es ein super materialistisches und versnobtes, elitäres Hobby auf den ersten Blick ist, es gar nicht so darum geht, wer jetzt die teuerste Uhr trägt, sondern halt wirklich jeder mit jedem Budget da mitmachen kann oder ja willkommen ist. Und so hatte ich halt meine Raketa Copernicus an, über die habe ich ja mit dem Raff in unserer letzten gemeinsamen Folge gesprochen. Und die ist cool, Lukas. Ich fand die echt cool. Genau, also nur für die, die es nicht gehört haben, Raketa Copernicus kommt aus der ehemaligen UdSSR, so 70er, 80er Jahre wird das sein und ist eben nach dem Astrologen und Naturwissenschaftler, Mathematiker Copernicus benannt, der eben im 15. Jahrhundert das heliozentrische Weltbild ja so ein bisschen entdeckt und definiert hat, wo es einfach darum geht, dass nicht wie vorher davon ausgegangen, sich die Erde oder alles um die Erde dreht, sondern alles um die Sonne. Und so zeigt sich das halt eben auch bei der Uhr, denn man hat eine große Scheibe oder einen Zeiger als große Scheibe für die Stunde, die eben golden ist und darüber läuft ein Kreis als Minutenzeiger und ein Sekundenzeiger als normaler Sekundenzeiger. Und das sieht halt ganz interessant aus, weil man da halt dann eben ja so ein bisschen verdeutlicht hat, dass sich alles um die Sonne dreht und ist ganz cool. Ich habe eine etwas besonderere Variante. Man kennt die oft eben in verchromt. Ich habe es jetzt hier aber in Messing geschwärzt. Das ist nochmal ganz interessant und macht mir einfach Spaß. Hat ein schön strukturiertes Ziffernblatt mit so golden aufgesetzten Indizes. Und das ist halt nichts Teures. Es ist halt aber mal irgendwie was Interessantes und ich dachte mir, das haben vielleicht halt ein paar Leute noch nicht gesehen und da mache ich denen irgendwie eine größere Freude mit oder erweitere den Horizont irgendwie weiter, als wenn ich da jetzt mit meiner BlackBerry 58 rumlaufe, die irgendwie jeder schon mal gesehen hat. Und zum anderen finde ich es dann halt auch immer ganz cool, weil ich sag mal, bei solchen Events, da braucht man nicht anfangen und versuchen, irgendwie jemandem was zu beweisen, denn im nächsten Fall kommt halt jetzt wie bei dem Event jemand dann
ja, mit einer Aquanaut Travel Time um die Ecke und stellst sowieso alles in Schatten, was du irgendwie zu Hause hast. Und dementsprechend finde ich das halt immer ganz erfrischend, da dann halt einfach mal was mitzubringen, was vielleicht gar nicht unbedingt einfach nur, wo es drum geht, dass es jetzt viel Geld gekostet hat, sondern einfach zu sagen, okay, das ist was Besonderes, das macht mir gerade Spaß. Und das sind dann halt viel eher irgendwie Conversations da, das mit dem man, worüber man halt mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommt. Und ja, das finde ich sehr, 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 sehr cool an solchen Events, dass man da dann eben auch, egal wie teuer die Uhr war, eben wahrgenommen wird. Und in Summe war das ein sehr schönes Event. Die Breguet-Uhren gefallen mir natürlich nach wie vor. Es war ja auch beim letzten Event einfach cool, einfach dann halt darüber mal einen richtigen Zugang zum Markt zu bekommen, da dann halt einfach mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, die halt ja für die Marke leben, mehr oder weniger, oder sich da richtig für begeistern, da arbeiten und so weiter und so fort und einem natürlich ganz andere Insights geben können. Und ja, meine Highlights sind natürlich nach wie vor die Tradition und die Klassikreihe, weil ich einfach sage, okay, wenn ich ein Breguet kaufen würde, dann möchte ich da natürlich auch die krasse Uhrmacherkunst haben. Und aus der Klassikreihe hat mir die, ich weiß nicht, wie sie genau heißt, aber die hat so ein blau emailliertes Ziffernblatt mit Tourbillon auf 5 Uhr, so ein bisschen dezentral. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, ja, die ganze Traditionsreihe gefällt mir auch sehr gut mit dezentraler Zeitanzeige und so ein bisschen so ein technischerer Look. Ansonsten, ja, über die ganze Type 20 hatten wir hier im Podcast schon mal gesprochen, nachdem du auf dem Event in Paris warst. Ich hatte sie ja dann ja auch beim Konzessionär schon mal in der Hand. Finde ich nach wie vor eine coole Uhr. Wäre jetzt nichts, was ich mir von Breguet kaufen würde, weil ich einfach sage, okay, da gibt es irgendwie andere Marken, die ich mehr mit diesem ganzen Fliegeruhren-Thema assoziiere. Und da würde ich halt bei Breguet halt wirklich eher auf die klassischen Uhren zurückgreifen. Wenngleich, es war ganz lustig zu sehen, ich echt sagen muss, dass viele der klassischen Uhren bei Breguet mir echt ein bisschen zu groß sind. Wir hatten dann von der Boutique-Leiterin mal die Trageuhr am Handgelenk, das war wirklich ein Dame-Modell mit 35, 36 Millimetern mit Brillantbesatz auf der Lünette und das war dann eigentlich so von der Größe echt unser Favorite, wo wir gesagt haben, davon brauchen wir mehr, also mehr Uhren in der Größe mit mehr Komplikationen oder sowas. Ja, hoffen wir mal, dass es weitergegeben wird, ist auf jeden Fall was ich mir auch wünschen würde, weil ja, wenn eine klassische Uhr vom Design, die man zu klassischen Anlässen trägt, für mich ja, geht dann auch nichts über klassische Größen. Und ja, das sind so meine Eindrücke zu dem Event, zu den Uhren und zu den Leuten. Und hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du das organisiert hast. Vielen Dank an Breguet, dass sie sowas machen, so der Community auch näher kommen. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr gut gefallen. Vielen Dank. Ja, natürlich immer gerne. Also vielen, vielen Dank, dass du auch gekommen bist. Und vielen Dank auch alle an euch alle da draußen, die auch dabei waren. Ein paar Hörer sind ja auf jeden Fall vor Ort gewesen. Ja, also mir hat es viel Spaß gemacht. War ein richtig cooler Abend. Und ansonsten war auch in Summe das Wochenende für mich sehr, sehr schön. Ich war dann Samstag noch auf der Watchtime gewesen. Ich hatte am Samstagnachmittag noch so eine kleine Podiumsdiskussion, wo ich dabei sein durfte. Das Ganze wird demnächst auch auf YouTube einsehbar sein. Auf der Watchtime-Seite, die strahlen dann diese gesamten Podiumsdiskussionen, die es gab, die wurden aufgenommen. Und ich hatte mich mit dem Uhrenratgeber, mit dem Flomp und ja, die Tochter vom Uhrenratgeber war auch noch dabei. Wir zu viert waren in der Diskussionsrunde und wir haben über das Thema, eigentlich ging es im Wesentlichen um das Thema Content Creation in der Uhrenwelt, Social Media, wie man sich da irgendwie was aufgebaut hat, was man da heute macht und wie man halt Content erstellt in der Uhrenwelt. Das waren so ein bisschen diese Themen. Also ist was für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, könnt ihr euch dann auch demnächst einfach mal bei YouTube anschauen, wenn das Ganze live ist. Ich werde es dann auf Instagram bestimmt auch teilen. Ja, ansonsten war es aber auch so einfach auch noch ein cooler Tag an einem Samstag dann vor Ort. Habe mir viele, viele Sachen angeschaut und ich muss sagen, Lukas, ich stimme dir zu. Für mich, mein persönliches Highlight war tatsächlich auch Leica gewesen. Ich finde die Marke sehr, sehr interessant. Ich finde auch die Designsprache, die sie haben, sehr, sehr cool. Es ist jetzt nicht alles, was mich halt anspricht. Also jetzt nicht jedes Modell, wo ich sage, hey, das gefällt mir für mich persönlich gut. Aber ich schätze das, dass die halt eine sehr, sehr klares Design haben. Und ich finde, das Design passt auch sehr gut zu den Kameras. Also das ist halt wirklich nicht willkürlich, sondern das ist irgendwie so ein durchgängiges Designkonzept. Das ist das, was mir vor allem gefällt. Und auch qualitativ wirken die Uhren halt recht hochwertig. Und deshalb, das ist so eine Marke, aber das hast du eben auch schon mal gesagt, das sollte man nochmal separat irgendwie aufrollen. Oder vielleicht hat ja auch mal jemand Lust von Leica, der sich, der in dem Bereich Uhren tätig ist, auch sich hier mal im Podcast als Interviewpartner bereit zu stellen. Weil ich finde die Marke spannend und ich finde, darüber sollten wir nochmal separat reden.
will ich jetzt gar nicht so viel ins Detail reingehen, aber das war für mich auch persönlich ein absolutes Highlight. Hat mich sehr gefreut, die mal zu sehen. Und ansonsten, ja, vieles kannte ich schon. Formex ist eigentlich jedes Jahr da, ist immer wieder cool, bei denen zu gucken, was sie wieder Neues haben. Fortis ist auch regelmäßig da, Oris ist immer wieder da. Also viele Marken, die eigentlich ja jährlich da sind. Larco, auch eine Marke, mit denen ich immer wieder auch mal im Austausch stand. Auch die sind jedes Jahr eigentlich vertreten. Und das ist immer schön, halt zu gucken, was gibt es für Updates, was gibt es für Neuigkeiten. Und dann freut man sich aber trotzdem halt immer mal wieder, wenn man auch was Neues entdeckt, wie jetzt halt eben Leica. Ja. Ja, also mein Highlight war, abgesehen von den Leica-Uhren, noch die Formex Essence in der kleineren Variante, die jetzt ja recht neu ist. Die große Variante hatte ich, glaube ich, schon mal bei einem Get-Together an, aber die kleine Variante ist für mich jetzt wirklich, wirklich gelungen. Tolle Proportionen, tolle Qualität. Und das zu einem Preis von irgendwie unter, ich glaube, also um die 1400 Euro, wo man halt echt sagt, wo bekommt man heutzutage für das Geld noch eine qualitativ richtig gute Uhr, die diese ganzen Funktionen und vor allem auch die technischen Innovationen mitbringt. Fand ich sehr cool. Ja. Mhm. Gut, lass uns ins Thema einsteigen, würde ich sagen, oder? Ja, lass uns mal anfangen. 3 Uhren unter ist das Thema eigentlich. Mhm. Soll ich loslegen? Oder fangen wir an. Was ist deine erste Uhr? Ja, meine erste Uhr ist tatsächlich eine, die ich auch im Rahmen der Watchtime kennengelernt habe, beziehungsweise die ich schon immer mal ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber auf der Watchtime das erste Mal in der Hand hatte. Und Aquanaut Travel Time hast du jetzt. Ja, genau, Aquanaut Travel Time übersteigt das Budget, wenn man nach dem Listenpreis geht, wahrscheinlich ums Vierfache. Und wenn man nach dem Marktpreis geht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo liegt die, 60, 70, 80 Euro? Ich weiß Euro es auch nicht, irgend sowas, keine Ahnung. Wahrscheinlich aber auch stark gefallen wie alles. Ja, zum Glück. Ja, also war ja wirklich astronomisch, was da teilweise ging. Genau, die Uhr ist es. Ich dachte, ihr werdet mir das bestimmt verzeihen, wenn ich ein bisschen drüber lege, aber die hat mir das einfach so angetan. Kommt am Couchband. Nee, Spaß beiseite. Die Aquanaut Travel Time habe ich ja außerdem auch nicht auf der Watchtime, sondern auf dem Regie-Event abends kennengelernt, sondern es geht um die Marke Sinn Spezialuhren aus Frankfurt. Und alle, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass seitdem ich mich mit Uhren beschäftige, irgendwie immer so, ja, Sinn bei mir auch irgendwie recht hoch im Kurs steht und ich sage, ey, komm, irgendwann muss da mal eine her. Also ich hatte ja irgendwie mal so den Wunsch, einen Fliegerchronographen irgendwie zu kaufen. Nee, es fing ja noch früher an. Also als es darum ging, eine robuste Alltagsuhr, Toolwatch oder sowas zu kaufen, also quasi Black Bear 58 ging's, hatte ich ja schon die 556. Das ist die so designtechnisch so ein bisschen in die Richtung der Explorer geht, würde ich mal sagen. Ja. Hatte die überlegt. Dann, als es ums Thema Chronograph ging, hatte ich die 356 überlegt, also den Fliegerchronographen ohne drehbare Lunette. Bin dann aber ja doch bei meiner IBC 3706 gelandet. So, deswegen, irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Finde die Uhren aber nach wie vor einfach super, super cool. Ist eine echt sympathische Marke, die wir hier auch im Podcast schon zu Gast hatten, die halt einfach nicht so dieses aufgesetzt Luxuriöse hat, was ja viele Marken dann doch probieren, sondern halt wirklich ganz klar so deutsches Understatement, deutsche Ingenieurskunst bei einigen oder den meisten Modellen dann auch dann eben kombinieren mit einfach guter Qualität. Und das dann zu halt sehr, sehr fairen Preisen. Und da ist mir jetzt ein Modell aufgefallen, was ich halt auf Social Media und so weiter schon immer mal gesehen hatte, aber noch nie in der Hand hatte. Und das ist die, wie heißt sie? Die 105 ST SA UTC und in meinem Fall jetzt mit dem Zusatz W. Genau, was heißt das jetzt alles? Also 105 ist einfach das Modell und UTC heißt einfach, dass sie die Möglichkeit hat, eine zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis zu zeigen. Und das Ganze, ja, baut so ein bisschen auf der 104 auf. Die 104, kennen vielleicht einige von euch, zusammen mit der 103 ist es so, dass die ganz klassischen Fliegeruhren von Sinn, die dann halt auch einfach noch mit so ein bisschen verschnörkelter Schrift und so daherkommen und dadurch halt so ein bisschen, ja, Vintage angelehnt sei, möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt auch eher so ein bisschen traditioneller sind. Und die 105 gibt es jetzt sowohl als UTC als auch als Nicht-UTC und die ist einfach so ein bisschen moderner angelehnt, bisschen frischer und ein bisschen zeitgemäßer, möchte ich jetzt nicht sagen, weil das im Auge des Betrachters liegt, aber auf jeden Fall halt einfach ein bisschen moderner aussieht. Und ja, ein paar Hard Facts zu der Uhr.
Ich suche es gerade mal raus. Das ist ja bei Sinn immer sehr cool. Die haben so ein tolles PDF, wo alle möglichen Details drinstehen. 41 mm Gehäuse, also für meine Verhältnisse eine Riesenuhr. Das Ganze hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm, was natürlich bei mir sehr gut in die Sammlung passen würde, weil bei mir eigentlich mittlerweile alle Uhren bis auf die Cartier 20 mm Bandanstoßbreite haben. Tatsächlich hat die Portofino von meiner Freundin jetzt auch noch einen 20er Anstoß. Das heißt, ich kann jetzt mittlerweile nicht nur meine eigenen Bänder dann verwenden, sondern wir können auch da noch tauschen. Das ist echt sehr, sehr praktisch. Wir haben hier eine Höhe von 11,9 mm, also schon ein bisschen höher, aber jetzt auch nicht zu hoch. Und am Lederband 73 Gramm Gewicht. Und ich beschreibe die Uhr einfach mal so ein bisschen. Die Uhr gibt es mit weißem und mit schwarzem Ziffernblatt. Ich bin ja grundsätzlich immer ein großer Fan von schwarzen Ziffernblättern, finde bei der Uhr aber tatsächlich das Weiße sehr, sehr cool, einfach weil das halt zum einen in meiner Sammlung nochmal mehr Kontrast darstellen würde, weil bis jetzt ist eigentlich, ja gut, ich habe die Nomos, die ein helles Ziffernblatt hat, aber sowohl meine Tudor als auch meine IWC sind dunkel, da ist jetzt das einfach nochmal sehr, nochmal was anderes. Und wir haben hier sowohl den UTC-Schriftzug auf 6 Uhr als auch den Zeiger in Orange gehalten. Und das ist natürlich dann nochmal irgendwie ein toller Kontrast mit dem Weiß. Wir haben hier an sich aber auch ein sehr reduziertes Ziffernblatt. Das heißt, wir haben nur Sinn, nicht Sinn-Spezialuhren oder Sinn Frankfurt am Main oder sowas, sondern einfach nur Sinn. Dann auf der 6 Uhr noch ein Datum, darüber wie gesagt den UTC-Schriftzug und um das Datum rum oder links und rechts davon einfach Made in Germany. Und ja, haben eine ovale Indizes, die mit Lumen ausgestattet sind, ovale Zeiger, die mit Lumen ausgestattet sind, oder? Ja, genau. Zeiger haben alle Lumen. Genau, alle haben Lumen. Ja. Ich war mir gerade nur unsicher, weil die Zeiger so ein bisschen durchsichtig aussahen, nicht, dass das Ziffernblatt leuchtet, aber es ist hier so, dass die Zeiger leuchten. Und ansonsten, ja, 20 Bar wasserresistent, also Toolwatch durch und durch. Ein schönes Gehäuse mit recht kurzen Hörnern, deswegen hat sie sich auch bei mir am Handgelenk recht einfach getragen. Verschraubte Krone, matte Lünette, beidseitig drehbar mit 24-Stunden-Skalierung. Und die hat mir einfach gut gefallen. Also ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, warum, aber die hat mir einfach richtig gut gefallen. Saphirglas auf Vorder- und Rückseite. Hat hier sinntypisch natürlich ein Basiskaliber aus der Schweiz verbaut. Ist in dem Fall jetzt hier ein SW330-2 von Selita. Hat dann eben 25 Steine, 28.800 Halbschwingung, Sekundenstopp und ist antimagnetisch nach DIN 8309. Ich finde jetzt hier nichts zur Ganggenauigkeit, aber ich würde mal behaupten, dass das hier jetzt einfach so, ja, Selita-typisch oder ja, werkstypisch wahrscheinlich bei irgendwas um die 40 Stunden, 42 Stunden oder sowas liegen wird. Finde ich einfach richtig cool. Man hat bei Sinn natürlich immer super viel Auswahlmöglichkeiten, was die Bänder anbelangt. Zig Lederbänder, hat hier so ein matt pergestrahltes, zweigliedriges Edelstahlband mit so H-Gliedern. Man hat ein sehr, sehr cooles Kautschukband, was man wählen kann, was auch so ins Gehäuse integriert ist. Und das gefällt mir einfach gut. Und wenn ich irgendwann mal Bedarf an einer richtigen Toolwatch mit allen möglichen, die alles mitmacht, hat für eine Weltreise oder sowas, wäre das, glaube ich, jetzt so aktuell meine erste Wahl. Mhm. Also ich finde die sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich würde sie auch an diesem Edelstahlband nehmen. Das irgendwie finde ich, das hat so einen richtig coolen, tooligen Look. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich bin bei der immer hin und her gerissen, ob ich die schwarze oder die weiße Variante besser finde. Also du hast jetzt die mit dem W hinten, das steht für weiß, also für weiße Platte dich entschieden. Die schwarze hat keinen Zusatz. Bei der Referenznummer. Ich glaube, wahrscheinlich wäre ich auch bei der weißen, weil das irgendwie noch mal ein bisschen besonderer wirkt, aber beides sehr, sehr coole Uhren. Und man muss halt tatsächlich sagen, dass die halt auch in Sachen Preis-Leistung halt schon sehr, sehr attraktiv sind. Also, was kostet die jetzt? Den Preis habe ich vergessen, ja. Genau, was kostet die jetzt mit dem Edelstahlband? Sind wir bei knapp 2000 Euro. 2015 steht jetzt hier, glaube ich. Genau, mit Edelstahlband 2015 Euro. Ja. Mit Silikonband 2000 Euro glatt und mit Lederband 1790 Euro. Und das ist halt schon eine Kampfansage oder ist halt schon eine Ansage vom Preis. Und sicherlich was ich mir noch gut in meiner Sammlung vorstellen könnte, ergänzend, weil es halt auch einfach nicht kannibalisierend, kannibalisieren klingt jetzt komisch, aber ich sag mal, für mich die Tudor Blackbear 58 so die perfekte
die perfekte Taucheruhr, die so ein bisschen in diese Vintage-inspirierte, Vintage-Reissue-Richtung geht. Ich habe noch eine weitere Uhr auf der Liste, die wollte ich dir jetzt aber nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, dass du sie eventuell auch auf der Liste haben könntest, die auch in so eine Richtung geht, wo ich auch schon überlegt habe, ob das was für meine Sammlung sein könnte, aber die geht halt auch in diese leicht Vintage-inspirierte Richtung und das wäre halt, glaube ich, zu ähnlich zu meiner Black Bay und dementsprechend, ja, wenn du die nicht gleich hast, dann nehme ich die, aber ja, okay, deswegen gucken wir. Glaube ich das, also deswegen gefällt mir die sehr gut und ist auf jeden Fall ein Kandidat, der jetzt, nachdem ich sie am Handgelenk hatte, noch höher auf meiner Liste gerutscht ist. Also okay, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich fange jetzt mit meiner günstigsten Uhr an, ja, um auch euch mal zu zeigen, für 10.000 Euro. Also man braucht gar nicht die 10.000 Euro, um eine schöne GMT zu bekommen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt sagen möchte. Und zwar die erste Uhr, für die ich mich entschieden habe, ist die Longines Spirit Zulu Time. Okay, dann brauche ich sie nicht erwähnen. Okay, wär das die auch gewesen, ja? Die du hattest, Lukas? Ja, genau. Also, es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu. Also ich hatte die direkt nach Release 2022 in Genf in der Longines Boutique an und hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss allerdings gestehen, dass sie mir ein bisschen groß ist. Also die war damals halt nur in der 41 mm Variante verfügbar und habe ich halt gesagt, okay, ist eine super schöne Uhr. Aber ist halt so von der Richtung, in die sie designtechnisch geht, ähnlich zu meiner Tudor. Und von der Größe her bietet sie nicht den Tragekomfort wie meine Tudor. Und dementsprechend würde ich sie halt einfach weniger tragen. Denn im Endeffekt brauche ich halt diese GMT-Komplikation im Alltag nicht. Jetzt gibt es davon ja eine kleine Variante. Ich bin dann gespannt, wofür du dich entscheidest. Aber ich war jetzt tatsächlich die Woche beim Konzessionär und habe gesehen, dass sie die kleine Variante im Schaufenster haben. Und habe dann eben gesagt, dass ich mir die gerne mal anschauen würde, zusammen mit zwei Orus-Modellen für meine Freundin. Und das ist halt für mich wieder so ein Erlebnis gewesen, wo ich gesagt habe, ey, komm, also da braucht man sich auch wirklich nicht wundern, warum, wie sage ich das jetzt, das ist nicht, ohne dass es böse klingt, aber das ist halt schon irgendwie wieder so ein Erlebnis gewesen, wo ich gesagt habe, ey, dafür brauche ich nicht zum Konzessionär gehen, weil ich bin da reingegangen. Ich habe dann gesagt, welche Uhr wir uns gerne anschauen würden, nämlich einmal die kleine Größe der Oris Aquis in Blau und die kleine Zulu Time von Longines. Und ich habe dann auch noch gesagt, wo die beiden Uhren im Schaufenster standen. Was habe ich dann bekommen? Erst ist die Verkäuferin dann losgelaufen, hat gesagt, ja, es tut mir leid, die kleine Oris Aquis in Blau habe ich nicht. Und dann kam sie wieder, hat dann die Oris Aquis mit silberner Lunette mitgebracht und mit hellblauem, aus diesem recycelten Kunststoff, dem Ziffernblatt. Also das falsche Modell, aber ja, war okay für meine Freundin von der Größe her. Und dann ist sie losgelaufen, hat an anderer Stelle im Schaufenster geguckt, hat da dann eben nach der Zulu Time von Longines gesucht, meinte, tut mir leid, die habe ich nicht da. Ich meinte, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie da im Schaufenster gesehen habe. Ach so. Und dann ist sie losgelaufen, hat geguckt, tut mir leid, die haben wir nicht da. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die da steht. Und sie dann so, ist dann nochmal losgegangen und hat dann gesagt, ach, tut mir leid, ich hatte da jetzt gerade kein Bild zu im Kopf. So, und das ist halt, und dann hatten wir aber nicht die kleine Variante, sondern die große auf dem Tisch liegen. Ich hatte dann halt keine Lust, nochmal nachzufragen, aber das ist halt für mich so, ja, das ist unprofessionell. Es ist unprofessionell, ganz ehrlich. Das war für mich halt einfach so ein Erlebnis beim Konzessionär, wo ich einfach gesagt habe, so, ja, dafür muss ich halt wirklich, also so, das ist halt nicht das, was ich mir irgendwie unter dem Konzessionärserlebnis vorstelle. Und das ist halt auch einfach nichts, wo ich sage, okay, dafür würde ich jetzt einen Aufpreis zahlen oder so, sondern da gehe ich dann halt lieber ins Internet, schaue, wo ich sie am günstigsten kriege und kaufe sie dann da. Und das ist halt für mich gleichzeitig auch wieder was, wo ich verstehen kann, dass halt Hersteller dann sagen, okay, wir machen halt lieber unsere eigenen Boutiquen, wo wir das dann halt alles im Griff haben. Denn das ist halt schon was, wo ich halt einfach sage, okay, also wenn ich jetzt halt weniger Ahnung gehabt hätte von Uhren, sondern einfach gesagt hätte, okay, zeigen Sie mir mal was, dann werden halt gewisse Uhren auch einfach gar nicht genannt worden oder so weiter und so fort. Und das ist dann halt einfach schade. Gut, aber da möchte ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Nur einfach nochmal so als Randinfo, weil wir halt immer mal wieder hier die Diskussion haben, Konzessionärkauf versus Internet oder so weiter und so fort. Und das war für mich halt leider wieder ein Erlebnis gegen den Kauf vom Konzessionär. Aber ansonsten, was ich damit eigentlich halt sagen wollte, ist, ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, die kleine Variante in die Hand zu nehmen. Deswegen, ja, ich
denke mal, dass du dich für die große entschieden haben wirst, bin aber jetzt gespannt, aus welchen Nein, Gründen. also und, tatsächlich hätte ich auch die kleine genommen. Und zwar aus dem Grund, also die große ist ja mit 42 mm, ja, die ist gut tragbar, keine Frage. Ich finde aber tatsächlich, und ja, da bin ich so ein bisschen jetzt gerade auf einem anderen Trip vielleicht auch als noch vor ein paar Jahren, dass diese um die 40 Millimeter herum, eigentlich, dass das diese perfekte Größe ist für so eine Uhr, weil sie sich halt dadurch nicht zu sehr aufträgt, sie auch ein Ticken flacher ist. Jetzt 39 Millimeter, da sage ich immer gut, die könnten auch Millimeter breiter sein, aber das ist okay. Die 39 Millimeter Variante, die ist aus meiner Sicht deshalb hier sogar die stimmigere von den beiden. Sie ist, wie gesagt, ein Ticken flacher, ich glaube so einen halben Millimeter oder sowas flacher, das macht nicht allzu viel aus, aber ist trotzdem was wert. Unabhängig davon finde ich aber, dass die Longines Zulu Time in beiden Varianten, egal ob 39 oder 42 mm, eine wunderschöne Uhr ist. Du hattest es eingangs schon kurz erwähnt, sie hat so ein bisschen Retro-Charme, wobei ich finde, dass es ein ganz, ganz schöner Mix ist aus Retro und Modern. Also sie ist jetzt nicht bewusst auf alt gemacht, aber natürlich hat sie so Anleihen. Ganz klar. Man muss auch dazu sagen, die Longines Spirit Zulu Time ist jetzt halt auch keine Uhr, die irgendwie eine Neuauflage eines historischen Modells ist, sondern sie soll halt immer so an diese historische, an so historische Modelle erinnern oder auch so dieses Thema Pioniere der Luftfahrt und so. Das sind schon die Sachen, die da so im Raum stehen, aber es gibt halt eben keinen klassischen Vorgänger. Es gab dieses Modell so in der Form noch nicht. Ich persönlich finde am schönsten die Variante mit der grünen Lunette und dem schwarzen Zifferblatt. Ich finde irgendwie, das wirkt unglaublich stimmig, zumal sie auch noch eine sehr, sehr schöne Kombination hat. Dadurch, dass die ganzen Indizes, die Zeiger und auch die Markierungen auf der Lunette, dass die alle in so einem goldenen Farbton gehalten sind. Also dadurch ergibt sich ein sehr eleganter, leicht Vintage-inspirierter Look, möchte ich sagen. Und ich finde halt diese Kombination unglaublich schön. Ich beschreibe trotzdem jetzt nochmal ganz kurz auch die Uhr in Summe. Also wir haben 39 mm Edelstahlgehäuse. Das ist eigentlich so vom Look her so ein ganz klassisches sportliches oder so ein ganz klassisches Sportuhrendesign. Wir haben keine Taucherlünette, das nicht. Also wir haben so eine GMT-Lünette. Wir haben aber auch keinen Kronenschutz, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Dadurch ergibt sich wieder so ein bisschen so ein klassischerer Look. Man hat halt dann so typisch eine Krone an der Gehäuseseite rausguckend. Das wirkt halt so ein bisschen traditioneller. Ansonsten hat die Uhr eine Höhe von 13,5 mm. Sie könnte flacher sein, zugegeben. Das ist schon immer so ein Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht noch ein Millimeter flacher wäre schöner. Aber 13,5 mm, damit kann ich noch gut leben. Sie ist 100 Meter wasserdicht, was auch vollkommen ausreichend ist, um mit der Uhr alles Mögliche zu machen. Sie ist an verschiedenen Bandvarianten verfügbar. Weil sie hat so ein Schnellwechselsystem verbaut. Ich finde vor allem das Edelstahlband eigentlich sehr, sehr schön. Das wirkt sehr hochwertig, trägt sich auch gut, hat wirklich eine klassische, so dreigliedrige Optik, aber sieht einfach gut und stimmig aus. Und wie gesagt, ich mag halt vor allem diese Kombination aus dieser grünen Lünette, den goldenen Zeigern, dem mattschwarzen Zifferblatt. Vor allem auch ganz, ganz toll ist hier, dass wir ein Datum haben auf 6 Uhr. Das heißt also nicht auf 3 Uhr, sondern auf 6 Uhr. Dadurch haben wir eine sehr symmetrische Optik des gesamten Zifferblatts. Und vielleicht noch eine weitere Besonderheit, und das ist auch was, wo ich sage, auch gerade in dem Preissegment ist das durchaus attraktiv. In der Uhr ist das automatische Kaliber L844.4 verbaut. Das ist im Grunde ein ETA-Werk, was speziell nur für Longines hergestellt wird, was auch bei Longines vor Ort gefertigt wird. Also das wird nicht irgendwo anders gefertigt und dann zugeliefert, sondern das wird wirklich bei Longines in der Manufaktur in Saint-Imier gefertigt. Und das Schöne an diesem Werk ist, dass es sich hierbei um ein echtes GMT-Kaliber handelt. Das heißt, es gibt ja immer diese Unterscheidung. Ich glaube, du hattest es eingangs in dieser Folge schon mal kurz erwähnt, Lukas. Was ist eine echte GMT und was ist keine echte GMT? Und die klassische, die echte Reise-GMT, wenn man so von redet, das ist eine GMT, bei der du die Lokalzeit, die Stunde der Lokalzeit schrittweise verstellen kannst. Das heißt also, klassischerweise hat man ja die ganz normale Uhrzeit plus man hat einen GMT-Zeiger. So, und der Gedanke ist eigentlich immer wie folgt, der GMT-Zeiger, der zeigt quasi immer die Heimatzeit an. Also den stellt man beispielsweise in Deutschland ist jetzt beispielsweise 9 Uhr und jetzt reisen wir nach,
keine Ahnung, woanders hin, nach Portugal beispielsweise, da war ich jetzt letztens, und da ist es dann jetzt 8 Uhr. Also da ist es, sind wir in Deutschland eine Stunde quasi weiter. Und habe ich standardmäßig den GMT-Zeiger und meine Lokalzeit beides so stehen, dass hier, dass ich 9 Uhr habe. Jetzt reise ich ins andere Land und jetzt muss ich die Lokalzeit ja verändern. Und mit dem GMT-Zeiger sehe ich immer, wie ist quasi die Heimatzeit, also wie viel Uhr haben gerade meine Liebsten zu Hause, und die Lokalzeit wird dann auf die jeweilige Ortszeit eingestellt. So. Und das ist eigentlich genau das, was halt dieses Werk hier auch kann, während halt viele andere zugekaufte GMT-Kaliber eben halt nicht diese Möglichkeit bieten, dass ich schrittweise die Lokalzeit verstellen kann, sondern immer den GMT-Zeiger verstelle. Und das ist halt eigentlich das große Highlight. Und ich finde halt in dem Preissegment von, also die Uhr kostet 3.450 Euro, finde ich das halt schon wirklich eine Ansage. Und das ist was mich eigentlich hier auch bei dieser Uhr immer überzeugt hat. Ein kleines Manko haben wir vielleicht noch. Also sie hatten zwar eine Gangreserve von 72 Stunden, aber sie hat nur eine Frequenz von 25.200 Halbschwingungen. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, ah ja, das könnte man vielleicht ändern. Weil ich das immer schon eigentlich schöner finde, wenn die ein bisschen schneller schwingen. Aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich finde es einfach von der Optik her, vom Look her, eine super stimmige Uhr. Und das ist eigentlich auch so eine Uhr, die ich mir sehr, sehr gut auch in der eigenen Sammlung vorstellen könnte. Auch gerade, ich meine, 3.400 Euro, das ist schon viel Geld. Andersrum muss man aber auch sagen, das ist echt dafür das, was du kriegst, ist das echt ein sehr, sehr fairer Preis. Und das ist auch so eine Uhr, wo man sagen kann, das ist vielleicht auch was Schönes, gerade mal wirklich, wenn man viel unterwegs ist, viel irgendwo im Ausland unterwegs ist und da vielleicht jetzt auch nicht die ganz teuren Uhren dabei haben möchte. Da wäre sowas, glaube ich, auch eine sehr, sehr gelungene Alternative. Also deshalb, ich bin großer Fan der Longines Spirit Zulu Time. Und deshalb habe ich sie jetzt auch gewählt, auch wenn wir da jetzt nach bis zu den 10.000 Euro noch sehr, sehr viel Luft haben. Ja, muss ich dir zustimmen. Also ich finde die Uhr nach wie vor auch sehr, sehr cool. Muss die Kleine jetzt unbedingt mal anprobieren. Ja, finde ich einfach gut. Ansonsten, es ist halt immer schwierig so, weil jetzt Also ich würde sagen, wir haben jetzt mit der Longines und mit der Sinn wirklich zwei Uhren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis gefunden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die beiden nächsten Uhren, meine anderen beiden Uhren, muss ich halt ehrlich sagen, sind coole Uhren, sind Uhren, die mir halt wirklich gut gefallen, aber es würde mir persönlich schwer fallen, da jetzt zum Listenpreis hinter dem Preis zu stehen, weil ich es halt einfach dafür schon echt ziemlich ambitioniert finde, ziemlich teuer finde. Deswegen, ja, soll ich einfach mal weitermachen mit der nächsten Uhr? Ja, mach auf jeden Fall mal weiter, Lukas. Ich bin gespannt, was du noch hast. Also als nächstes gehen wir zu der Marke Tag Heuer. Und ich habe die Uhr vergangenen Februar in der Boutique in Hamburg kennengelernt. Und es war wirklich eine Uhr, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, einfach von den Proportionen und von dem Design und von der ganzen Aufmachung her. Ist deutlich eleganter als diese ganzen klassischen Sportuhren mit außenliegender Lünette und so weiter und so fort. Und die Rede ist von der Tag Heuer Carrera Twin Time. Und wir haben hier eben eine innenliegende Lünette, auch eben mit 24-Stunden-Skalierung, kann aber natürlich nicht gedreht werden. Und dementsprechend kann man hierüber auch nur eine weitere Zeitzone einstellen und keine zwei. Ganz interessant vom Design her finde ich einfach, dass man hier so ein bisschen dieses klassische Layout einfach, ich denke mal, so ein bisschen des Designs wegen geswitcht hat. Das heißt, man hat hier eben die 24-Uhr-Markierung auf der 6-Uhr-Position und die 12-Uhr-Markierung auf der 12. Kennt man natürlich von anderen Uhren andersrum. Also bei einer GMT Master, wenn man da das so ausrichtet, ist natürlich 24 Uhr auf der 12 Uhr. Aber ja, muss man sich vielleicht, wenn man schon andere GMT-Uhren in der Sammlung hat, einfach vom Ablesen her ein bisschen drauf einstellen. Ansonsten haben wir jetzt hier bei der Variante, für die ich mich entschieden habe, ein 41 mm großes Edelstahlgehäuse, überwiegend poliert, mit klassischen Carrera-Design-Elementen. Das heißt, man hat die Hörner fallen eben nicht nur nach außen, sondern auch zum Band hin ab.
polierte Lünette, man hat ein blaues Ziffernblatt mit Sonnenschliff, teils gelidierte Zeiger mit Leuchtmasse, Leuchtmasse auf den applizierten Indizes auf dem Ziffernblatt und die Lünette, also der innenliegende, die innenliegende GMT-Lünette, sage ich mal, ist zweigeteilt. Oben ist sie eben so silber, grau, weiß und unten dann eben mit Blauton. Wir haben hier auf der 6. Position eben den Schriftzug Twin Time Automatic und ja, wieder ein schön integriertes Datum, Swiss Made darunter dann noch. Und an sich eine sehr, sehr schlicht elegante Uhr, die ich mir sehr gut irgendwie in so einem, ja, ich sag mal Business-Casual-Umfeld auch gut vorstellen kann, die halt vielleicht auch mal irgendwie zum Hemd und zur Anzugshose irgendwie ganz gut passt und da halt eben einen ganz guten Stilbruch schafft. Ansonsten haben wir hier einen, ein dreigliedriges Edelstahlband, was so auch ganz cool ist, mit teilpolierten Elementen in der Mitte. Das hat halt nur zwei Nachteile für mich. Also zum einen ist die Schließe nicht, in meinen Augen nicht wirklich hochwertig und zum anderen sind die Elemente gestiftet, wo ich einfach sage, okay, wir haben hier eine Uhr, die kostet mittlerweile 3.850 Euro Listenpreis und da ist das für mich einfach was, wo ich sage, komm, da geht mehr. Es gibt das Ganze alternativ sonst noch als Nicht-GMT-Variante, falls das irgendwie auch interessanter ist, für 450 Euro weniger, dann auch in anderen Farben, aber als Twin-Time gibt es die jetzt eben halt nur so und das Ganze wird angetrieben. Ich habe mich jetzt hier gerade auf der Website verklickt. Ich hoffe jetzt, dass ich sie wiederfinde bei den verschiedenen Modell- und Farbvarianten. Weitere technische Daten. Genau, das Ganze gibt es jetzt hier als GMT-Variante in Blau. Wir haben, wie gesagt, 41 mm Größe, 12,3 mm in der Höhe. Natürlich eine Anstoßbreite von 21,5 mm, kriegt man natürlich auch 22er rein, aber natürlich eben nicht ganz so schön. 100 Meter Wasserresistenz, wir haben hier eben Stahlband, wie gesagt, mit an der Seite so Sicherheitsfalschdrückern an der Schließe. Das Ganze wird angetrieben vom Kaliber 7 von Tag Heuer, beziehungsweise dahinter steckt, ich habe es gerade mal rausgesucht, das ETA 2893-2 mit 50 Stunden Gangreserve in dem Fall hier. Also auch klassisches ETA-Kaliber. Ich denke, ist jetzt hier auch nicht anders ausgewiesen, dass das eben auch kein True GMT-Werk sein wird. Und das ist dann halt auch gleichzeitig der Punkt, wo ich sage, da tue ich mich dann halt mit dem Preis ein bisschen schwer. Also ich glaube, damals, als ich sie mir angeschaut habe, war sie noch ein gutes Stück günstiger. Und ansonsten, ist es halt für mich halt schon, wenn du es überlegst mit der Longines. Die Longines hat für mich das besser verarbeitete Stahlband mit eben Feinverstellungen in der Schließe, ohne Werkzeug. Die Longines hatten ein exklusiv gefertigtes Uhrwerk mit True GMT-Funktion. Wir haben eine Keramiklünette. Es ist in sich einfach eine hochwertigere Uhr. Und das ist halt so der einzige Minuspunkt, wo ich sage, okay, zum Listenpreis wäre mir die Uhr das Geld nicht wert. Aber man findet auf den Einschlägenportalen da schon irgendwie mal gebrauchte Modelle, die dann eben günstiger zu haben sind. Und das ist dann für mich dann einfach eine coole Uhr, die halt einfach mal so ein bisschen, ja, nicht dieses ganz klassische GMT-Design hat, sondern da ein bisschen, ja, da so ein bisschen eleganter, sportlich eleganter daherkommt. Mhm. Also optisch auch eine coole Uhr, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wäre wahrscheinlich jetzt im direkten Vergleich, wenn ich ganz ehrlich bin, trotzdem irgendwie bei der Sinn. Keine Ahnung. Also von den beiden, die du jetzt gezeigt hast. Aber das ist immer so persönliche Geschmackssache. Aber ich finde die cool. Ich finde, die hat auch ihren Charme definitiv. Es ist auch mal so ein bisschen anderer Look, dadurch, dass man halt eben nicht so diese klassische dann noch 24-Stunden-Lünette hat oder so und halt eigentlich nur wirklich eine zweite Zeit, zumindest noch eine dritte irgendwie tracken kann. Aber ja, ich glaube wahrscheinlich im direkten Vergleich wäre ich eher bei der Sinn, aber das ist ja immer Geschmackssache. Ja. Gut, dann mache ich mal mit meiner zweiten Uhr weiter. Ich bin gespannt, ja. Genau, bei mir geht es jetzt preislich auch ein bisschen höher. Ich lande jetzt in dem Preissegment von 5.900 Euro, also knapp 6.000 Euro. Und zwar bin ich da bei einer Uhr, einer Marke, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und zwar bin ich bei Breitling. Und ganz Stopp, konkret. Nee, Chris, das geht nicht. Das muss aber gehen. Scheiße, was mache ich denn dann? Du hast mir jetzt schon die zweite Uhr geklaut. Ist du mir leid. Ja, ich lasse dich mal weiterreden, aber mir schwant Böses. Ja, also,
Ihr seht, es gibt gar nicht so viel Auswahl bis 10.000 Euro. Also ich bin bei dem Breitling Chronomat GMT in dem Durchmesser von 40 Millimetern. Breitling Chronomat, müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Wir haben ja schon hier im Podcast des Öfteren drüber gesprochen. Ich hatte ja selbst auch den klassischen Chronomaten als Chronographen gehabt. Ich bin ein großer Fan von dieser Edelstahluhr mit dem Rollo-Armband. Ich finde das einfach eine sehr, sehr, sehr coole Optik. Und sie haben ja diese Uhr jetzt halt, jetzt muss ich gerade überlegen, ich meine, das ist schon 2 Jahre her. Ich glaube, es war nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, aber ich kriege es im Kopf auch gerade nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht war es auch Anfang letzten Jahres, haben sie diese Uhr ja auch jetzt rausgebracht, eben als eine Vierzeiger-Variante, also klassische Lokalzeit plus halt GMT-Anzeige und Sekundenzeiger. Und ich finde die Uhr vom Look her einfach richtig cool. Gibt es in verschiedenen Zifferblattvarianten. Ich hätte mich jetzt hier für die mit dem blauen Blatt entschieden, aber auch die mit dem grünen Blatt gefällt mir sehr, sehr gut. Bei dem blauen Blatt ist der GMT-Zeiger in Rot gehalten und man hat auch den GMT-Schriftzug in Rot. Man hat eine innenliegende 24-Stunden-Skala. Also auch hier haben wir keine externe Lünette, die irgendwie drehbar ist und wo man dann noch eine weitere Zeitzone anzeigen kann, sondern da ist halt innen drin am Rand des Zifferblatts eine 24-Stunden-Skala, über die man die zweite Zeitzone ablesen kann. Die Uhr ist in Summe sehr, sehr robust. Ja, gerade dieses Rollo-Armband, das macht am Handgelenk sehr, sehr viel her. Die ist 200 Meter wasserdicht, ist mit 11,7 Millimetern auch ein Ticken flacher als die, oder fast 2 Millimeter sogar flacher als die Longines, obwohl sie in Summe vielleicht sogar noch ein bisschen massiver einfach wirkt, aber das liegt halt vor allem eben auch in diesem sehr massiven Armband. Kleines Manko, wenn man das so sagen möchte, es ist das Kaliber Breitling 32 verbaut und das Kaliber Breitling 32, das ist im Endeffekt nur ein ETA 2893-2. Das heißt, wir haben hier ein klassisches zugekauftes Werk, ist kein Manufakturwerk von Breitling und hier ist es jetzt halt eben auch dieser Fall, dass wir keine echte GMT haben, sondern wenn ich jetzt hier quasi die GMT-Zeit verstellen möchte, dann verstelle ich wirklich nur den GMT-Zeiger, während die Lokalzeit halt gleich bleibt. Also es ist jetzt halt eben genau andersrum, die Systematik, als ich es jetzt eben bei der Longines beschrieben hatte. Das ist so ein bisschen so ein Manko, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Preissegment hätte man jetzt vielleicht auch werkstechnisch noch mehr erwarten können. Fairerweise muss man das so sagen. Andersrum lebt die Uhr, glaube ich, hier weniger über ihr verbautes Werk, sondern vor allem halt über die Optik, ja, weil der Look, der ist einfach cool, der ist lässig. Mit 40 Millimetern ist es halt auch ein Chronomat, der für viele Handgelenke geeignet ist. Ich glaube, das ist halt schon das, was diese Uhr sehr attraktiv macht, weil der klassische Chronograph Chronomat, der ist natürlich halt groß, der ist massiv, ja. Das ist keine Uhr, die für jedes Handgelenk passt. Und da würde ich sagen, gerade diese etwas kleinere, etwas abgespecktere Variante, die ist dann doch sehr, sehr stimmig. Und ich finde es in Summe eine sehr coole Uhr. Sie hat mich von Release-Zeitpunkt an immer sehr begeistert. Es war auch was, wo ich mal kurz überlegt habe, ob die was für mich sein könnte. Ich hatte dann aber halt schon den klassischen Chronographen gehabt und habe gedacht, den brauche ich den nicht. Und jetzt mittlerweile überlege ich manchmal, ob das nicht eine Uhr für mich sein könnte. Mal schauen, vielleicht kommt irgendwann so eine Chronomat GMT mal wieder in die Sammlung, vielleicht auch nicht, aber ich finde sie auf jeden Fall eine schöne Uhr und ich glaube, da macht man im Grunde auch nichts verkehrt. Wie findest du die? Und du hast du die auch ausgewählt, Lukas? Erstmal vielleicht die Frage. Ja, ich habe die auch ausgewählt und das Problem war da, oder ich finde die auch sehr cool und als die vorgestellt wurde, habe ich gesagt, ja, endlich ein Chronomat in kleinerer Größe als den Chronomat Chronographen, der, ich glaube, 42 Millimeter hat und einfach nochmal höher aufbaut und dadurch einfach sehr, ja, schon sehr, sehr massiv daherkommt. Und da ist die hier mit 40 Millimetern einfach schon, ja, einfach besser tragbar. Wir haben halt hier jetzt Breitling Kaliber 32, ist das gleiche Werk wie in der Tag Heuer, ist auch ein 2893-2 von ETA. Und das ist halt so ein bisschen, sagen wir mal, ich möchte eigentlich aufhören mit dieser, also so, ich habe eigentlich so ein bisschen abgehakt mit dieser ganzen, es muss für mich Manufakturwerk sein, Geschichte, weil man halt einfach sagt, so, komm, das macht die Uhr im Zweifelsfall nicht immer unbedingt besser, weil wir haben das jetzt gerade in dieser Zeit erlebt, wo viele Leute einfach Manufakturkaliber fordern ab gewissen Preispunkten, dass halt dann Hersteller da so
selbst entwickelte, teilweise einfach Nachbauten von irgendwelchen Ether-Werken haben, die ja, zum einen das Ganze teurer machen, die Serviceability, also wie einfach das Ganze von einem Uhrmacher geserviced werden kann, einfach nur kompliziert machen, es muss sofort zum Händler eingeschickt werden und einfach qualitativ und von der Performance keinen Mehrwert bieten oder teilweise sogar noch schlechter laufen. Deswegen bin ich mittlerweile einfach ganz klar auch der Meinung, komm, lieber ein vernünftiges Ether-Werk, bevor du da irgendwas reinklatscht, was halt nicht vernünftig funktioniert. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass für mich die Uhr hier mit 6.000 Euro einfach schon ein Stück drüber ist. Das war auch das, wo ich jetzt meinte, okay, die nächsten beiden Uhren sind für mich preislich ja, ein bisschen zu ambitioniert und nicht unbedingt so richtig vertretbar, weil 6.000 Euro, so ich kriege bei Tudor eine richtig, richtig gute GMT-Uhr mit True GMT-Funktion und besserem Stahlband von der Qualität. Und einfach, na gut, kann man nicht unbedingt vergleichen, aber halt schon mit einem sehr, sehr guten Stahlband für 4.000 Euro. Wenn ich noch 2.000 Euro und kann mir da noch was anderes für kaufen, kann mir dafür noch einen Neo-Vintage-Chronomat-Chronographen von Breitling aus den 90ern kaufen und habe dann zwei Uhren, habe einen Chronomaten und noch eine gute GMT-Uhr. Und das ist halt für mich so ein bisschen das Problem an dieser ganzen Geschichte. Dazu kommt für mich halt irgendwie auch so, Chronomat gehört halt für mich irgendwie mit einem Chronographen zusammen. Deswegen, ja, ist das für mich irgendwie, weiß nicht, also ist eine schöne Uhr, gefällt mir sehr gut, aber ich tue mich mit dem Preis ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also für mich wäre das Ding halt wirklich gut gestellt, so um die 4, 4,5, sagen wir mal 4,5 bis 5, dann wäre das halt wirklich ja, bisschen so vom Image her auch ein bisschen überhalb von Tudor, Longines und sowas positioniert, einfach so ein bisschen den Breitling-Aufschlag. Aber ja, so für 6.000 Euro fast ist das für mich eine Spur zu viel fast, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist, ja, also im Vergleich, wenn ich ganz ehrlich bin, so sehr ich Breitling mag, im Vergleich ist jetzt für die Hälfte des Preises die Longines wahrscheinlich in Summe für das, was du fürs Geld kriegst, die bessere Wahl, in Anführungszeichen besser. Ja, es ist immer die Frage, auf was legst du halt am Ende Wert, ja. Aber ja, es ist viel Geld für diese Uhr. Andererseits, Chronomat lebt halt sehr, sehr stark über diesen Look, ja, dieses Rouleau-Armband, das wirkt alles in Summe schon sehr, sehr wertig. Und das ist halt schon, das ist was Cooles. Das kriegst du halt so auch in der Form halt wenig von anderen Herstellern, zumindest in eben genau dieser Optik. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich verstehe schon absolut deinen Punkt. Ich bin gespannt, Lukas, was ja, du jetzt hast. Ja, als ja. Hast. Jetzt bin ich dir ja, schon. Ich hatte ja 4 Uhren vorbereitet. Ich muss jetzt gerade noch mal kurz in die Recherche gehen. Kannst du irgendwie versuchen, irgendwie ablenkende Kunststücke oder sowas vorzuführen, aber Wenn du magst, kann ich einfach meine nächste Uhr vorziehen, wenn es dir was hilft. Also hast du nicht jetzt schon Ich habe 2, ich hätte jetzt noch die dritte. Ich kann auch die dritte Uhr machen. Warte, ich kriege das schnell improvisiert. Ich kann ja jetzt einfach schon mal sagen, bei welcher Marke ich bin und dann versuchen, dass wir das irgendwie, bei welcher Marke ich bin. Ich bin Omega. Ich weiß aber nicht, ob die Uhr noch unter 10.000 Euro kostet. Daran könnte es jetzt halt so ein bisschen scheitern. Ja, sie kostet nur unter 10.000 Euro. Sie kostet noch unter 10.000 Euro. Jetzt muss ich nur die Variante finden, die mir so gut gefällt. Also ich sag dir mal eins, die dritte Uhr, die ich habe, ist eine Omega. So, das ist jetzt meine Chance. Ah, oh Mist, das ist so ein Riesending. Also ich kann mal kurz sagen, was mein... Die ist dir zu groß, Lukas, die würdest du nicht tragen. Also so, mein Ding war, okay, ich habe gesagt, ja, Seamaster, Planet Ocean als GMT. So, ich dachte, es gibt halt die kleinste Variante, der Planet Ocean hat 39,5 Millimeter. So, die gibt es aber nicht als GMT, weil die GMT Planet Ocean hat 43,5 Millimeter. Und das ist natürlich jetzt schon eine Größe, wo ich sage, da würde ich mich jetzt schwer tun bei mir. Also es gibt die jetzt in Blau, da kostet die 7.600 Euro an so einem, was ist das, Kunststoff oder so? Ja, Titan mit Kautschuk. Ja,
Ist natürlich eine coole Uhr. Ist das deine, die du auch hast? Nein, ich habe eine andere. Ich habe eine andere. Du warst jetzt bei der Planet Ocean, richtig? Das war jetzt dein Ergebnis. Ich war jetzt bei der Planet Ocean, ja. Genau. Also dann denke ich, was du hast, du wirst irgendwie Globemaster wahrscheinlich haben, Globemaster Worldtimer, oder? Ja, willst du wissen, oder die ich habe? Willst du nee, wissen, will ich habe? Eigentlich nicht. Also jetzt kriegt ihr mal live mit, was für ein Trouble das hier teilweise auch ist, so eine Uhr noch zu finden. Ja, mach du mal deine andere Uhr, dann schaue ich. Ich mach kurz meine. Also ich bin auch bei Omega gewesen, weil ich halt auch überlegt habe, naja, Preissegment bis 10.000 Euro, da muss man, da hat man, also da muss es ja auch Sachen geben, die dieses Preissegment so ein bisschen mehr ausreizen. Und ich bin bei einer Omega gelandet, die ich an sich cool finde, die dir aber definitiv zu groß wäre. Und zwar ist es die Seamaster Aquaterra. Und zwar gibt es die Aquaterra 150 Meter Master Koaxial Chronometer GMT in 43 mm. Die Uhr ist ein, also ich muss sagen, ich mag grundsätzlich die Aquaterra-Kollektion immer irgendwie gerne. Ich finde, das sind coole Uhren. Ich finde, die haben irgendwie ihren Charme. Und das ist auch immer so eine Omega, wo ich immer denke, ja, irgendwie hätte ich auch mal Lust drauf. Die jetzt hier, das besagte Modell, ist aus Titan, also dementsprechend auch sowieso ein bisschen teurer, hat einen Durchmesser von, wie eben schon mal gesagt, 43 mm. Sie kommt an einem Titanband, hat ein weißes Zifferblatt mit blauen Indizes. Das ist so ein bisschen, ja, es ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf den ersten Blick, aber ich glaube schon, dass das so seinen Charme hat. Man hat auf diesem Zifferblatt selbst eine 24-Stunden-Skala, also auch hier haben wir keine irgendwie drehbare Lunette oder sowas. Der GMT-Zeiger ist ein bisschen abgehoben, hat so eine, hat eine rote Pfeilspitze, fügt sich aber sehr, sehr gut auch ins Gesamtbild ein, also wirkt in Summe sehr, 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 sehr schön und stimmig. Die Uhr ist 150 Meter wasserdicht, das ist also schon ausreichend, um damit auch dich sportlich zu betätigen. Schwimmen und alles möglich ist da jedenfalls möglich. Und sie ist halt eben, oder sie wird halt eben angetrieben von dem Inhouse-Kaliber oder dem Inhouse-Koaxial-Kaliber, möchte ich sagen, 8605. Und wir haben jetzt hier auch wieder eine echte GMT. Man sieht das Werk durch den Saphirglasboden, ist auch Omega-typisch dekoriert, sieht gut aus, kann man, also damit macht man nichts verkehrt. Und das Spannende ist natürlich jetzt hier, wir haben jetzt hier ein, wie für Omega-typisch, ein Master-Chronometer-Werk, das eine Magnetfeldresistenz von über 15.000 Gauss hat. Das heißt also, das ist wirklich ein sehr, sehr robustes Werk. Das ist ein Werk, was natürlich super dafür geeignet ist, mit der Uhr dann durch die Weltgeschichte zu fliegen und irgendwelchen Magnetfeldern im Zweifel auch ausgesetzt zu sein. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Ja, und ich finde es in Summe eine schöne Uhr, wenngleich ich natürlich auch zugeben muss, die ist halt in Summe schon relativ groß. Also 43 mm im Durchmesser, Gehäusehöhe sind 14,2 mm. Da ist schon ordentlich was los am Handgelenk, wenngleich das Gewicht mit etwa 112 Gramm, ja, aufgrund des Titans jetzt nicht so hoch ist. Vielleicht noch abschließend zu dieser Variante der Uhr. Das ist eine Uhr, die mit der Good Planet Stiftung zusammen herausgebracht wurde. Es gibt dieses Modell meiner Meinung nach noch in einer anderen Variante, in einer etwas schlichteren, ich glaube mit einem schwarzen Zifferblatt, habe die auf die Schnelle aber nicht gefunden und ich fand diese Variante mit diesem weißen Zifferblatt und den blauen Details auf dem Zifferblatt eigentlich auch ganz cool und das wäre jetzt meine Wahl. Vielleicht auch noch, was kostet das der Spaß jetzt? Wir sind jetzt hier bei 8.900 Euro. Das heißt, wir reizen auch die 10.000 Euro immer noch nicht vollends aus, aber wir sind schon mal deutlich höher als die anderen Modelle, die ich jetzt bisher rausgesucht hatte. Und ist jetzt so ein bisschen so ein Sinnbild für diese eher höherklassigen GMTs, die man bis 10.000 Euro auch noch bekommen kann. Wobei es davon aus meiner Sicht nicht allzu viele gibt. Zumindest habe ich nicht allzu viele finden können, weil ein paar Sachen, die ich dann noch auf dem Schirm hatte, die waren dann schnell auch wieder deutlich höher. Also ich hatte mir bei Chopin noch was angeguckt, da bist du dann aber gleich bei 11.000, 12.000 Euro. Rolex GMT Master, der Klassiker, bist du auch schon wieder über 10.000 Euro. Also so viel ist dann tatsächlich da oben dann gar nicht mehr, weil dann sind wir schnell schon über diesen 10.000 Euro. Aber Lukas, wie sieht's bei dir aus? Bist du fündig geworden? Gerade was gefunden, ja. Dann bin ich jetzt gespannt. Also ihr habt das jetzt live erlebt hier, wie das hier bei uns läuft. Ja, sehr, sehr gut. Ja, erst war ich bei Oris,
dachte, okay, Oris Aquis GMT hat auch 43,5 mm. Dann gibt es noch die Oris Big Crown. Ja, 45 mm. Also alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin dann aber auch einen absoluten Klassiker aufmerksam geworden, wo ich aber glaube, dass es nach wie vor schon noch einige gibt, die es nicht auf dem Schirm haben. Und zwar von Grand Seiko. Und da ist das, ja. Das ist ein guter Call tatsächlich. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Es gibt da halt schon so ein bisschen sportlichere Sachen, aber ich sag mal jetzt als Kontrast zu dir bin ich jetzt hier wirklich auf die etwas eleganteren Uhren nochmal eingegangen. Und zwar gibt es da die Grand Seiko Elegance Kollektion und da gibt es die, Achtung, komplizierte Referenz, SBGM221G. Wofür das alles steht, überhaupt keine Ahnung. Dafür bin ich in diesem ganzen Grand Seiko-Thema noch nicht tief genug drin. Es ist aber so von der ganzen Aufmachung eine sehr, sehr klassische Uhr mit GMT-Funktion. Denn wir haben so ein beige farbtes Ziffernblatt, was halt so ein bisschen stilistisch, also so ein beige, cremeweiß und so weiter ist. Also so sieht es ein bisschen gealtert aus, aber eine ganz interessante Farbe, die dadurch irgendwie auch ein bisschen interessanter ist als jetzt irgendwie so ein Schneeweiß und dadurch halt irgendwie auch vielleicht ein bisschen dezenter ist. Und wir haben halt hier Grand Seiko-typisch eine recht aufwendige Verarbeitung auf dem Ziffernblatt. Das heißt, wir haben hier die so Schwerzeiger von Grand Seiko, die halt eben, gibt es ja zig Vergleiche irgendwie auf Instagram-Fotos, die eben so sehr hochwertig verarbeitete Kanten haben, die eben dann da poliert sind und sehr aufwendig verarbeitet wurden. Gibt es ja zig Vergleiche, wo es dann irgendwie unter einem zigfacher Vergrößerung unter Mikroskop sie liegt und dann sieht man, wie gut die von Grand Seiko verarbeitet sind im Vergleich zu den von Schweizer Uhrenmarken. Das gleiche Finish findet sich hier auf den Indizes, das heißt, das Ganze greift sich wunderbar auf. Und ansonsten haben wir hier außen eine recht schlichte Minuterie. Die Indizes auf 9, 12 und 6 Uhr sind ein bisschen dicker, es sind in doppelter Ausführung sozusagen. Auf 3 Uhr haben wir ein Datum, so Silber in so einem Rahmen eingefasst, in so einem Edelstahlrahmen. Das heißt, dadurch haben wir hier einfach eine schöne Symmetrie auf dem Ziffernblatt, haben einen gebläuten GMT-Zeiger, der hier recht kurz ausfällt, denn die 24-Stunden-Skalierung für den GMT-Zeiger läuft innen bei der ganzen Geschichte. Wir haben hier sehr klassisch einfach ein Automatikwerk, also jetzt kein Spring Drive, wie es irgendwie sonst so für Grand Seiko doch irgendwie mal üblich ist oder öfter mal vorkommt. Und wir haben hier, ich suche gerade die Bezeichnung von dem Werk, Kaliber 9S66 Automatik mit 72 Stunden Gangreserve. Ganggenauigkeit wird hier angegeben mit -3 bis +5 Sekunden durchschnittlich am Tag. Und ansonsten hat die Uhr 39,5 mm im Durchmesser, dadurch halt eine schöne Gehäusegröße, wie ich finde. Ansonsten 13,7 mm in der Höhe, damit ist sie ja schon eher so auf der hohen Seite. Wenn man jetzt mal überlegt, okay, zum Beispiel die Sinn hatte 11,9 mm für so eine sportliche Uhr. Ansonsten Gehäuseboden haben wir hier verschraubt mit 6 Schrauben aus Saphirglas. Wir haben ein Saphirglas oben und ansonsten 19 mm Bandanstoß kommt hier mit einem Kroko-Band mit Faltschließe. Und ansonsten Treiber Wasserresistenz, magnetischer Widerstand steht hier, aber jetzt nicht, wie hoch der ist. Deswegen kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr elfenbeinfarben wird das Ziffernblatt hier beschrieben. Die Kanten auf dem Ziffernblatt bzw. auf den Indizes und Zeigern heißen Zarazu-Kanten dementsprechend. Ja. Und das nur mal so als Klugscheißer-Wissen fürs nächste Uhren-Get-Together. Aber ja, das gefällt mir sehr, sehr gut und hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, aber bin ich jetzt zum Glück noch drauf gestoßen. Kostet Listenpreis 5.000 Euro glatt. Also wenn man das nochmal vergleicht mit dem, was wir jetzt eben so besprochen haben, sehr, sehr fair. Für eine wirklich hochwertig verarbeitete Uhr. Man bekommt es aber deutlich günstiger. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel gerade eine Uhr auf Chrono 24. Na gut, die kommt aus Japan, deswegen das muss man vielleicht nochmal, ich schaue gerade nochmal anderweitig. Man hat hier jetzt zum Beispiel aus Deutschland findet man zahlreiche Angebote um die 4.000 Euro, teilweise unter 4.000 Euro, inklusive Boxpapiere, ungetragen oder mit wenig Gebrauchsspuren. Das sind dann schon
ja, sehr interessante Angebote und auf jeden Fall was man sich mal anschauen sollte, bevor man dann doch irgendwie auf überteuerte Standards aus der Schweiz zurückgreift. Kurz mal die ganze Schweizer Uhrenindustrie abgewatscht. Nein, ihr wisst ja, wie es gemeint ist, aber ich sag mal, es ist halt schon preis-leistungstechnisch einfach eine Ansage. Ja, das definitiv. Das auf jeden Fall, ja. Nee, ist also eine sehr, sehr schöne Wahl. Also gefällt mir auch gut. Grand Seiko, tatsächlich guter Call, hatte ich bei der Recherche im Vorfeld jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber natürlich, die haben schon ein paar Sachen in diese Richtung, die attraktiv sind. Und da kann man sich durchaus mal umschauen. Ja, cool. Lukas, war eine spannende Geschichte heute. Also wir haben wieder so ein bisschen improvisieren müssen, hat man gemerkt. Wir nehmen uns gegenseitig gerne auch mal die Uhren weg. Das hatten wir, glaube ich, die letzten zwei Mal auch schon des Öfteren gehabt. Aber das gehört auch ein bisschen zu dieser Challenge irgendwie mit dazu. Ansonsten muss ich halt, ich bleibe halt dabei, irgendwie musst du mittlerweile entweder richtig viel Geld in die Hand nehmen, um wirklich auch ganz mal was ganz anderes auf die Agenda bringen zu können oder was Außergewöhnliches auf die Agenda bringen zu können, ja, oder du bist halt dann doch sehr schnell eher in so einem, ja, mittleren Preissegment und kannst das gar nicht so ganz ausreizen. Das ist für mich ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken, ja, wahrscheinlich mittlerweile, was früher 10.000 Euro waren, sind mittlerweile wahrscheinlich 20.000 Euro. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, also ich finde, es steht halt vor allem auch irgendwie nicht mehr so wirklich in einem Verhältnis so. Also klar, wir sehen es alltäglich im Leben, Lebensmittel werden teurer, Inflation ist einfach ein Thema. Aber ich finde, in der Uhrenindustrie hat das mittlerweile einfach Maßstäbe angenommen, wo es einfach in vielen Fällen sehr unverhältnismäßig ist. Zumal mir dann halt auch einfach bei vielen Marken, vielen Uhren einfach auch irgendwo die Innovationen und so weiter dahinter fehlt, die halt dann irgendwo, dann auch, wo man halt sagt, okay, die Uhr, die ist jetzt über zig Jahre entwickelt worden, weil wir da das und das Material haben, weil wir da im Uhrwerk das neu gemacht haben und so weiter und so fort, wo man auch wirklich sagen kann, das lohnt sich, das ist das Ganze wert, aber das sieht man bei vielen Uhren, die auf den Markt kommen, leider recht wenig und deswegen ist das für mich auch momentan irgendwie so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, das ist momentan für mich auch so ein bisschen so eine Durststrecke in dieser ganzen Uhren mit den ganzen Neuvorstellungen, einfach weil ich halt sag, so richtig holt mich das alles irgendwie nicht mehr ab. Deswegen hatte ich auch überlegt, ob wir da irgendwann das Format hier mal irgendwie auf Neo-Vintage ausdehnen. Da kann man ja, natürlich haben wir ja immer so ein bisschen gesagt, okay, dieses Format, das halten wir halt so mit Listenpreisen, damit man halt sagen kann, okay, das ist halt irgendwo verlässlich und die Leute können halt auch in einem Jahr noch sagen, okay, ich kriege die Uhr zu genau dem Preis. Aber wir sehen ja, dass das auch nicht gegeben ist. Also in einem Jahr bin ich mir sicher, dass hier dann vielleicht auch schon, gut, wir sind jetzt recht weit unter 10.000 Euro geblieben, vielleicht ist die Folge jetzt nicht das Problem, aber wenn wir uns so manch andere Folge für Uhren unter 5.000 Euro oder andere 10.000 Euro Uhren angeschaut haben, wo wir dann irgendwie bei 9.500 Euro waren, da kannst du mittlerweile sicher davon ausgehen, dass du da mittlerweile bei 12.000 Euro oder sowas liegst. Deswegen wäre das vielleicht nochmal eine Überlegung für die Zukunft zu sagen, okay, Top 3 Neo-Vintage-Diver aus den 90er, Anfang der 2000er Jahren für 5.000 bis 10.000 Euro, keine Ahnung. Deswegen, das wäre auf jeden Fall nochmal was ich in Zukunft machen würde, weil mich dieser ganze Neo-Vintage-Markt doch schon viel mehr abholt und man auch einfach sieht, okay, technisch hat sich da halt leider gar nicht so viel getan, wie man sich gerne wünscht bei den meisten Marken. Deswegen, wäre das nochmal was, wo ich sage, das würde mich nochmal interessieren und ist nochmal irgendwie für mich interessant, da in Zukunft mehr in die Richtung auch zu gehen und das thematisch aufzugreifen. Also ich würde sagen, wir machen das, Lukas. Wir überlegen es bis zum nächsten Mal und dann schauen wir mal, was wir daraus oder da zaubern können. Hört sich gut an. Chris, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Ich wünsche natürlich euch da draußen auch einen wunderbaren Start in die neue Woche, wenn ihr das jetzt am Sonntag oder am Montag hört. Und ist immer cool, dass ihr so lange dabei oder so lange dran bleibt. Ich habe mich auch letzte Woche auf der Watchtime tierisch über das Feedback gefreut. Also ich habe ein paar Leute getroffen, die mir gesagt haben, sie hören irgendwie seit knapp 3 Jahren jetzt den Uhrtalk. Und das war für mich echt ein Highlight. Das ist halt immer cool, euch dann nochmal persönlich zu sehen. Es ist immer so ein bisschen komisch, weil ihr habt ja oftmals das Gefühl, ihr kennt uns schon irgendwie recht lange. Wir kennen euch ja effektiv halt nicht. Und es ist immer eine ganz, ganz, für mich immer eine ganz komische Situation. Aber ich finde es irgendwie cool und es freut mich tierisch. Und in dem Fall, also Grüße gehen raus an alle, die letzte Woche auf der Watchtime waren. Und vielen, vielen Dank euch, dass ihr so treue Zuhörer seid. Ja, das ist echt cool.
Ja, hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.